Juniorendiskothek aus Brunsbüttel. Mit dem Disc-Jockey Gerd Timmermann. Als Gast Gilla. Die Leitung der Sendung hat Dieter Lampe. Hallo, Brunsbüttel. Der Norddeutsche Rundfunk mit seiner Diskothek. Heute zu Gast in Brunsbüttel. Hallo, ihr lieben Hübscheiß hier, nicht wahr? Ja, nicht nur bei Ihnen, liebe Hörer, auch hier. Aber was heißt hier? Hier. Nun denn, wo der Nordostseekanal und der Elbstrom lässig ineinander plätschern, am nördlichen Prallhang der Elbe, da wo das Wasser schön tief ist, sozusagen im innersten Winkel der deutschen Bucht, da haben wir unsere Juniorendiskothek heute aufgebaut, aber nicht im Wasser, sondern in der Sporthalle Süd der Schleusen- und Hafenstadt Brunsbüttel. Ja, wenn das nicht authentisch ist. Früher war Brunsbüttel ein idyllisches Kirchspiel. Seit 1949 ist die Stadt, das Dorf, mit wachsender Industrie, wächst sie jährlich außerdem um etwa 500 Bürger, von denen nicht wenige, kann man wohl sagen, hier in der Halle miteinander schwitzen. Aber damit nicht genug. Mit heißen Titeln wollen wir nicht geizen, um euch jetzt richtig einzuheizen. 1, 2, 3, 4! Der wollte auch noch was sagen. Liebe Hörer, daheim oder unterwegs,
am am Fernhörgerät, wer sich Brunsbüttel, einem Vorort von Brockdorf, auf dem Landwege nähert, der fährt durch die heute noch herrliche Marschlandschaft an der Unterelbe. Und hier wohnt ein wahrhaft wackerer Menschenschlag, die Dithmarscher. Sie hatten schon im Mittelalter eine demokratische Verfassung und lebten in einer freien Bauernrepublik, einmalig in Deutschland. Sie gelten als stur. Seid ihr stur? Ja, fein. Mit anderen Worten, sie waren schon immer dafür bekannt, dass sie sich nicht so leicht einen fremden Willen aufzwingen lassen. Das ist auch heute noch so, aber mit unserer Musik scheinen sie ganz zufrieden zu sein. Zwischendurch das Verkehrsstudio, noch einmal zur Autobahn 1 Neustadt-Lübeck-Hamburg zwischen Bad Schwartau und Lübeck-Mitte und bei Rheinfeld in den Einfällungsbereichen C-Flüssigkeit in Richtung Hamburg. Zwischen Oldesloe und Barg der Heide etwa 8 Kilometer C-Flüssigkeit, das berichtet soeben NDR 10, unser Beobachtungsflugzeug. Lambrettas und hier The Motors mit Love and Loneliness.
mal ein bisschen was Neues zum Tanzen. Wir spielen ja nicht nur bekannte Titel und hier etwas ganz Altbekanntes für Brunsbüttel, Boat on the Channel. Das ist das richtige Tempo, dabei kann man sich ein bisschen bewegen. Hier soll keiner frieren in der Halle, aber meine Brille ist so beschlagen. Wo seid ihr überhaupt? Wo denn? In welcher Richtung? Ach da, Gott sei Dank. Und hier ist die nächste Scheibe. Do I did it, done it, do. Snap
Brunsbüttel haben noch lange nicht den Kanal voll, obwohl uns allen ein kleiner Nord-Ostsee-Kanal den Rücken herunterrinnt. Aber was soll's, so ist erst richtig gemütlich. Dance yourself dizzy, Liquid Gold! Turn it on.
Zwischendurch das NDR-Verkehrsstudio. Auf der Autobahn 1 Neustadt-Lübeck-Hamburg zwischen Bad Schwartau und Lübeck-Mitte und bei Rheinfeld in den Einfällungsbereichen noch immer dichter Verkehr, zum Teil Zähflüssigkeit. Und zwischen Bad Oldesloe und Barg der Heide auf 4 Kilometer Stop and Go teilweise Zähflüssigkeit. Und im Moment meldet NDR 10 Günter Krenz aus unserem Beobachtungsflugzeug etwas zum Autobahndreieck Hamburg-Ost. Günter Krenz, bitte melden. Ja, wir sind die Autobahn abgeflogen von Neustadt Nord bis zum Autobahndreieck Hamburg Ost. Und auf der gesamten Länge herrscht immer noch lebhafter bis dichter Verkehr. Und an den Stellen, die eben von Nikolai Hübner genannt worden sind, eben die großen Schwierigkeiten, insbesondere zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Barg der Heide, wo über 4 Kilometer Stop and Go herrscht. Jo, danke schön. Noch zu den Kanalfähren. Es gibt nur noch Wartezeiten in Richtung Süden bei Hochdonn, etwa 30 Minuten, sonst keine nennenswerten Wartezeiten mehr. Noch einmal eine Meldung der Hamburger Polizei. Rund um das Hamburger Domgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Besucher sollen öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und die Polizei in Niedersachsen meldet jetzt keine Störungen mehr. 20.31 Uhr ist es. Ja, und wir sind hier immer noch am Schwofen. We are dancing here a little, hier im schwitzigen Brunsbüttel. Und was hatten wir da alles? Wir hatten ein neues Anregungsmittel zum Tanzen, eine neue Eissorte, Sexy Eis und dann Portable Radio. Und nun wird es etwas härter. Jetzt wird es etwas härter. Breaking the Law mit Judas Priest. Nobody cares if I let
Und nun, unser Gast, Gilla! Euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, heute bei euch in Brunsbüttel zu sein. Ich habe Brunsbüttel heute Nachmittag schon sehr gut kennengelernt, nämlich wurden wir immer von einer Seite zur anderen geschickt auf der Fähre. Und bis wir endlich im richtigen Schulzentrum gelandet sind, hat es ein Weilchen gedauert, aber wir haben hier ja gefunden. Alles klar. Ich wünsche euch allen recht, recht gute Unterhaltung hier im Saal und draußen an den Hörapparaten. Und möchte weitermachen mit einem Song, den ich vor 2 Jahren schon aufgenommen habe. Ihr werdet euch ja erinnern. Etwas zum Einstimmen. Band Machine Me. Genau. You can make this beggar a king.
Wie wäre es, wenn wir alle zusammen jetzt ein bisschen mitmachen, um den draußen zu zeigen, was richtig Stimmung heißt, ja? Die neueste Single von mir mitgebracht und möchte sie euch gerne vorstellen. Ich möchte euch dabei ein bisschen nach New York entführen, und zwar in die Main Street. Go down Main Street! Maybe he's lazy, maybe he's crazy, maybe he's ugly.
bedanke mich recht herzlich bei, wie ist dein Name? Manfred. Manfred. Ich muss kurz erklären, alle, die draußen am Radioapparat hören, Manfred hat jetzt wunderbar mit mir mitgetanzt. Ich sollte ihn wirklich fragen, ob er nicht Lust hat, mit mir auf Tournee zu gehen als Gogo-Boy oder sowas, hä? Okay, danke schön. Vielen herzlichen Dank. So, damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Get out!
war die Gruppe Girl mit Hollywood Tease. Und hier möchte ich jetzt hinweisen an dieser Stelle auf unsere nächste Sendung am 10.8. aus Schneverding. Da haben wir zu Gast Peter Griffin. Und hier ist er von Platte, ein kleiner Vorschmack. Und mal wieder ein Aftpadden hier, nicht? Make up! Wir kommen jetzt zur Auflösung der Hitparade Brunsbüttel 1980. Liebe Hörer, hier im Saal wurden von den Tanzwütigen die drei Favoriten heute Abend in Brunsbüttel ausgewählt. Und hier ist Platz 3. Es ist AC/DC mit Touch to Mud. Platz 3 war das hier in Brunsbüttel. Und hier ist Platz 2. Olivia, die Neutronenbombe und die Elektriker mit Xanadu.
Und hier ist der erste Platz. Die eingefleischten Lippen. Was heißt das auf Englisch? Lips Incorporated mit Funky Town. Talk about it.
War der Platz 1 hier in Brunsbüttel in der Hitparade, der exklusiven Brunsbütteler Hitparade. Und nun kommt es. Alle, die die Nummer 45 getippt haben, nämlich Boat on the River von Styx, können sich nach der Sendung eine Schallplatte abholen. Dafür spielen wir sie aber nicht nochmal. Und nun unser heutiger Schlussblock. Alle Pop-Kenner an die Front. Im Jahre 1978 schrieb eine Dame, die ungefähr so aussah wie du, nein, du siehst natürlich viel besser aus, schrieb eine solche blonde Dame einen Titel, der hieß Denis. Und wer ist das? Richtig, Blondie. Jahreswechsel 1978-79 brachten Blondie und ihre Band das hier heraus, Heart of Glass. We'll be right back.
Und 1979, da trat sie auf als jünglingsseelenmordende Sunday Girl. MDR Juniors Discotheque mit dem heutigen Blocke featuring Blondie. Und hier ist ihr letzter Treffer. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo?
das war mit eurer und mit technischer Unterstützung von Jürgen Thiel, Uwe Hinrichsen und Rainer Kakoschke die NDR-Transpirationsdiskothek aus Brunsbüttel. Unsere nächste Sendung kommt, wie gesagt, am 10.8. aus Schneverdingen. Bis dahin, tschüss! Sie hörten aus Brunsbüttel die NDR-Juniorendiskothek mit Gerd Timmermann als Diskjockey. Als Gast hörten Sie Gilla. Die Leitung der Sendung hatte Dieter Lampe.